In der Basketball-Bundesliga BBL hat Ratiopharm Ulm den 4. Sieg in Folge gefeiert und damit einen weiteren Schritt Richtung Playoffs getan. Das Team von Headcoach Thorsten Leibenat gewann bei den Frankfurt Skyliners mit 91:63, 50:27 und belegt mit 32 Punkten den 6. Tabellenrang. Frankfurt, 24, liegt auf Platz 12. Kat Reinhardt avancierte vor 2680 Zuschauern in der Frankfurter Fraport Arena mit 13 Punkten zum Topscorer der Schwaben. Neben dem Gar trafen 4 weitere Mitspieler zweistellig. Topscorer der Partie wurde Frankfurts Quantis Robertson mit 17 Zählern. Fraport Skyliners, Ratiopharm Ulm 63:91, 27:50. Beste Werfer, Robertson, 17, Kratzer, 11, für Frankfurt, Reinhardt, 13, Evans, 12, Akpinder, 11, Fotu, 11, Miller, 10, für Ulm. Zuschauer, 2680. Let's Block, it's why.